Servus, ihr Maracujas, Knochen wieder hier. Heute fahre ich das das Premium-Schlachtschiff Dunkirk. Rang 6, wie gesagt. Nee, ich hab's noch gar nicht gesagt. Rang 6 bei den Franzosen. Das habe ich jetzt gekauft für, was waren das? 15 oder 25 Euro. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es waren 15 sogar nur. Und einen Monat. Premium gab es auch noch dazu. Wenn ich mich recht entsinne, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Ich habe jetzt wirklich nicht nachgeschaut. Aber ich habe, glaube ich, zwei Zwillingstürme vorne. Oh Gott, nochmal ganz ruhig. So, liebe Leute. Zwei Vierlingstürme ab 400 mm. Ich glaube, das waren 400 mm. Ein bisschen kleiner als andere Geschütze hier. Ab 400 mm. Vorteil bei diesem Schiff ist natürlich, dass links, rechts und vor mir, also frontal natürlich, ich immer schießen kann. Egal wie ich halt schaue, die Türme sind recht schnell gedreht und der hintere, der zweite Turm, also der Sekundärturm, der ist natürlich ein bisschen höher gestellt, so dass die sich auch nicht blockieren. Also habe ich echt eine gute Möglichkeit. Es sei denn, ich fahre natürlich vom Schiff weg und würde nach hinten gucken, dann könnte ich nicht schießen, weil ich hinten keine Türme habe. Ich habe nur da nur oben sieht man ja hier Sekundärgeschütze. Und es ist doch ziemlich schnell. Ich glaube, ich komme auf knapp 36 Knoten, 35,8 waren das, glaube ich. Also eigentlich ein ziemlich cooles Schiff, ist jetzt nicht unzerstörbar oder so. Ich weiß noch, bevor ich das Schiff nicht hatte und mich in meine Dunkirk weggehauen habe, da dachte ich, Mann, die sind so ob, ist ja klar, Premium-Schiff und so. Aber ich habe ja auch die Aurora und ist ja jetzt auch nicht so das Knallerschiff, ehrlich gesagt. Also die Aurora ist Rang 3 bei den Russen. So, genug geschwafelt. Ich gucke jetzt mal, dass ich hier irgendwas weggeballert kriege. Erforschen muss ich nichts, ist klar, Premium-Schiff, da ist schon alles fertig. Und ich liebe es einfach, wenn man eine Salve feuert, wie das klingt. Das klingt einfach richtig fetzig, richtig brutal. Ja, hallo. Gut, komm, Schaden erhalten. Damit kann ich leben. Ich will natürlich am Leben bleiben. Ich hoffe, dass ich das Gefecht überlebe und will natürlich so viel wie möglich hier wegballern. Oder zumindest irgendwie nützlich sein. Man muss doch ein bisschen abschätzen können hier. Ich werde jetzt meinen Geschossen nicht die ganze Zeit hinterher gucken, weil ich mag diese Karte überhaupt nicht. Und das ist die, wo ich mit am häufigsten sterbe, weil ich einfach irgendwann lässt die Konzentration nach oder ich gucke hier nach links, rechts, oben, unten, irgendwas. Also ich mache irgendwelche Fehler. Leider, obwohl sie mir nicht passieren sollten nach all der Zeit hier. Schon die ersten Torpedos? Ja, mich auch. Ich denke mal, jetzt werde ich treffen, oder? Na, immerhin drei. Nachladezeit ist moderat. Also, ich meine, es ist ein Schlachtschiff. Da dauert die Nachladezeit eh verhältnismäßig lang. Der Ini vielleicht. Muss natürlich ein bisschen weiter vorhalten. Das was wird, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Ich meine, sind relativ lang unterwegs, die Geschosse, und er hat ja genug Zeit zum Drehen. Und tatsächlich kein Mal getroffen. Talk to me, what dick? Was? Ich habe gar nicht gelesen, was er stand. Um was ging es denn? Ach ja, und die Flak ist auch relativ gut, finde ich jedenfalls. Also ohne dass man jetzt hier noch eine erhöhte Feuerbereitschaft hat. Also ihr wisst schon, was ich meine. Dass die Modifikation, die man sich einbauen kann und die jedes Mal 22.500 kostet. Ja gut, jetzt schieße ich hier nicht so viel ab, aber doch, da ist schon wieder eins. Aber es kommt öfter mal vor, dass ich wirklich vier Flugzeuge, sagen wir mal, acht Flugzeuge greifen mich an. Also eine Doppelstaffel von japanischen Flugzeugträgern oder so. Also dann kommt es schon häufiger vor, dass ich mal so vier abschieße. Oder auch mal fünf, je nachdem. Dann hat natürlich was mit damit zu tun, wie stark eigentlich noch die Staffel ist.
Aber es klappt ganz gut. Also ich bin mit der Flak zufrieden. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich selber mit Flugzeugträgern unterwegs bin, dass unsere Schiffe die gegnerischen Flugzeuge gar nicht abschießen. Also ich sehe da eigentlich immer volle Geschwader. Bei denen, also wenn die über die. Die fliegen auch komplett drüber, habe ich auch schon oft gesehen. Fliegen die einfach durch all unsere Schiffe durch. Oder also hinüber hinweg. Und da wird gar nichts abgeschossen. Das ärgert mich dann natürlich. Aber gut, können die Leute nichts für. Ach Mann. Flugzeugträger, wohl? Oh doch, da tatsächlich. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Man, ich kann so schnell fahren hier. Verstanden. Kommen Ihnen zur Hilfe. So, der Herr dreht jetzt hier. Da warte ich mal ganz kurz, bis er vielleicht wieder die andere Breitseite zeigt. Ungefähr jetzt. Da er noch am Drehen war, ist er ja nicht so schnell. Das müsste eigentlich gut klappen jetzt. Ich schätze mal 4 Treffer vielleicht. Immerhin die Hälfte. Wer ist er denn? John. Wo ist er? Nicht in meiner Nähe jedenfalls. Fähr hier hin. Wasser nehmen hier. Ah, mein Hals. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt kriege. Boom. Ich meine, wenn ich den jetzt nicht kille, dann ist das irgendwie, dann mache ich was falsch. Tatsächlich. Ich meine, okay, das war jetzt auch nicht so schwer. Aber, ey, ein Kill ist ein Kill, ne? Und ich meine, ich muss ja auch damit leben, wenn ich da ewig einen beballer und dann plötzlich jemand vorbeikommt und haut mal eine Salve rauf und der ist weg. Nicht mal kritisch getroffen, einfach nur, weil er nur 1.500 Leben hatte. Ich weiß, dass die Briten unheimlich schnell sind für ihre Verhältnisse. Oh, das ist noch Nürnberg, die habe ich gar nicht gesehen. Zuerst. Ja, Beschuss. Okay, habe ich getroffen, aber. Geh doch nach Hause. Mutti ruft. Ich meine, es sieht noch okay aus. Wir liegen im Gleichstand, jedenfalls was die Verluste angeht. Ich glaube, die Nürnberg ist auch weg, bevor sie da für mich in Schussreichweite ist, beziehungsweise so unblockiert wieder erscheint. Jetzt dreht er irgendwie ab. Dann nehme ich mal die Kollegen hier vor mir. Die Fuso steht da. Ja, habe ich nichts von. Wenn ich jetzt schießen würde, würde ich auch nur die Aufbauten treffen. Dieser Sound, ey, das klingt einfach zu geil. So schade, hätte ich jetzt natürlich 4-5 Sekunden gewartet. Die habe ich nicht getroffen. Dann hätte ich auf die Nürnberg schießen können. Ist der AFK oder was? Also der Rauch steigt, kommt gerade nach oben, also gehe ich mal davon aus, dass er nicht AFK ist. Jetzt bewegt er sich wieder. Ja, er fliegt ja direkt von der Nürnberg runter, rüber. Pussy's Cheek! Was soll das sein? Pussy's Cheeks? Der geht mir jetzt aber auf die Nerven hier. So, der ist weg. Das dachte ich mir auch schon. Ja. Mutter Trigger.
ein bisschen umhergucken hier. Ich muss gucken, wer ist näher, wie kann was hier auf den Sack gehen. Ich meine, gut, ich habe kaum Schaden erhalten. Der Typ trifft auch gerade nicht gerade gut. Irgendwie ist das typische, ich feuer einfach wie ein Bekloppter durch die Botanik. Vielleicht treffe ich ja irgendwann mal. So ein Emerald Kreuzer gewesen. Es ging ja ziemlich schnell. Ich kann gerade nicht löschen, aber ich denke, ich werde das irgendwie überleben. Hoffe ich jedenfalls. Und dieses verkackte Nürnberg geht mir so auf den Pimmel, ey. Feuert wie ein Bekloppter, einfach nur durch die Botanik. Er zielt überhaupt nicht. Ich treffe ja wenigstens noch was. Gut, er trifft auch ein bisschen, aber... Die Frage ist, wie? Wie macht er das alles? Also, sonderlich beeindruckt ist das nicht. Und hier sieht man wieder schön, ich kann mich drehen, wie ich will. Und kann immer schießen mit beiden Türmen. Okay, ich glaube, der macht es auch nicht mehr allzu lange. Ich hoffe es zumindest. Weil der geht mir so auf die Gurke. Scheiße. Ja, jetzt kann ich nur hoffen, dass er da hinten noch weggemacht wird. Oh, das sieht nicht gut aus für uns. Ja, wenn hier mal einer helfen würde, wäre super schön. Ja, Cap, was willst du denn hier cappen? Hier müsst erstmal vorbeikommen hier und mir helfen. Damit wir ein bisschen was wegschießen. Gott, ey. Feueralarm! Ja, ich habe gerade gesehen, dass hinter mir einer war. Help out, Dunkirk! Yes, help me, please! Der eine hat nur 4 und der andere hat 5. Flugzeuge, je Staffel. Ich weiß gar nicht genau, wo ich jetzt hinfahre, ehrlich gesagt. Ja, okay. Ah, die galten ja nicht mir. Erstmal wieder ein bisschen auffrischen hier. So, kurz warten. Was? Was? Ach du Scheiße! Wahrscheinlich hätte ich jetzt dort feuern sollen, aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil... Ey, das muss, darf man sich nicht entgehen lassen. Die Flugzeugträger müssen weg, das Gesocks hier. Okay. Falsche Muni, aber ich probiere es trotzdem. Und schnell wechseln hier. Das nehme ich jetzt einfach hin. Ich nehme das einfach hin jetzt. Wichtig ist, dass ich nachlade. Oder vielleicht so nah rankomme, dass meine Sekundärgeschütze anfangen loszufeuern. Problem gelöst. Wie man sieht, die Flugzeugschar wird langsam richtig dezimiert hier. Okay. Hier kann ich glaube ich nicht ausweichen, oder? Oder? Boah, ja, okay. Gut, gut. Okay, jetzt werde ich einen abbekommen. Scheiße.
Und mittlerweile auch 7 Flugzeuge schon runtergeballert. Der geht davon aus, wir kriegen einen von denen. Ja, okay. 5 Minuten haben wir noch. Das war ein bisschen zu weit hinten. Aber er brennt. Und auch mit der Dunkirk weiß ich ganz genau, dass ich häufiger Brände entfache. Das heißt, selbst wenn er jetzt löscht, würde er mal... Aber ich sehe, dass er noch brennt. Selbst wenn er löscht, würde er nach ein, zwei Salven auf jeden Fall wieder anfangen zu brennen. Er ist doch gleich weg, der Kollege. Da kommt er mit seinem blöden Torpedo hier. Und, oh! Ich sollte schnell auffrischen. Das hätte mich jetzt echt vernichten können hier. Hup! Gleich ist er. Und sie geben mir auf die Zwiebel. Unser Team hat die Führung übernommen. Ich schätze mal, hier irgendwo muss noch der andere sein. Und zwar relativ nah. Ich muss jetzt auch noch irgendwie cappen. Wir müssen. Ich meine, wir würden wahrscheinlich gewinnen. Schieß das Flugzeug ab da. Gibt's doch nicht. Oh nein, ich bin zu langsam. Oh, 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 oh. Aber gut. Noch überlebe ich so. Das habe ich jetzt abgeschossen. Ich glaube, das war auch die komplette Staffel von dem einen. Bei uns ist schon einer, der... Oh, das ist der andere. Ich sagte doch, der ist hier irgendwo in der Nähe. So, und er hat auch kaum noch Flugzeuge. So wie alle anderen von uns auch. Aber den muss ich irgendwie kriegen. Es sind ja nur noch 3. Und wenn der jetzt weg ist, dann könnten wir auf jeden Fall gewinnen hier. Okay, da muss man ein bisschen abschätzen hier. Ah, könnte ein Ticken zu hoch gewesen sein. Ich glaube, da sind eher nur zwei Treffer drin. 3, naja, aber 2 Brände, immerhin. Gut abgeschätzt. Wenn man sieht, da kommt. Er hat nur noch ein Flugzeug da in der Staffel. So. So schnell ist er ja nicht, auch nicht im Wenden. Was? Nur ein? Das ist die Insel davor, das ist natürlich blöd. Ich muss den kriegen. Oh ja, scheiße. Aber okay, wir haben immer noch ein Schiff mehr. Und wir liegen punktetechnisch so weit vorne. Und die Zeit läuft ab. Ich glaube, wir könnten das doch schaffen. Ich will mir auf jeden Fall diesen Flugzeugträger noch holen. Das ist mir jetzt echt ein Anliegen. Ich denke, meine Leute kommen klar und wir würden gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also vielleicht noch schnell einen Kill ergattern. Also wehrlosen Flugzeugträger kaputt machen. Und jetzt wurde ja keine Flugzeuge mehr hat. Spot the carrier for RBB. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so, mit russischem Dialekt geredet habe. Wahrscheinlich ist er gar kein Russe. Aber weiß nicht, irgendwie passt das. So, ich bin selber gespottet hier. Yep, und da haben wir einen Brand. Der 6. in der Runde. Was, wieso geht ihr davon aus, dass wir dass die gewinnen werden? Wieso? Okay, er will sich ein bisschen Mut einreden, das ist okay. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und was hier diesmal bringen wird für die. Scheiße, ich muss den auf jeden Fall noch kriegen. Ja! Ah, ja. Hm. Oh, frack. Oh, frack. Nee, das war schön jetzt.
Hätte er 20 Sekunden mehr Zeit gehabt und so, ich glaube, der hätte noch überlebt, aber schön. Das war eine nette Runde, die hat mir echt Spaß gemacht. Oh, sieh Gott, ich habe noch einen Kampfauftrag gehabt. Ich weiß noch nicht was. Ja, Gefechtsleistung war jetzt nicht so hoch, weil ich jetzt zuletzt immer mit HE geschossen habe. Dreadnought. Ach ja, stimmt, Dreadnought. Dreadnought habe ich. Stimmt, ich habe es mehrmals aufgefrischt. Und habe das aber alles überlebt hier. Dafür gibt es einen Dreadnought, das ist richtig. Oh, wir gucken mal. Zweiter Platz, wunderschön. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Viel Spaß noch beim Zocken. Viel Erfolg, ne, beim oberen Plätze da, oberen Ränge abgrasen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.